Aktuell verdiene ich konstant über 1000 Euro die Woche mit Affiliate Marketing. Und das ohne jeglich große Arbeit, also fast komplett passiv. Ich sage das Ganze überhaupt nicht, um anzugeben, sondern wirklich zu zeigen, was in 2023 möglich ist und dass Affiliate Marketing tatsächlich noch funktioniert. Ich möchte dir nämlich in diesem Video alles enthüllen, wie du Schritt für Schritt von gar keinen Vorkenntnissen, Vorahnung mit Affiliate Marketing zu den ersten Umsätzen und Profiten noch in diesem Jahr kommen kannst. Also wir werden gemeinsam uns anschauen, von den ersten Schritten, von der Nischenwahl bis hin zu den eigentlichen Marketingmethoden. Also ich führe dich hierbei quasi an der Hand in dem hoffentlich letzten Affiliate Marketing Video, was du jemals anschauen musst. Willst du mit Affiliate Marketing richtig durchstarten, weißt aber nicht wie? Dann habe ich jetzt genau das Perfekte für dich. Denn ab heute ist mein Affiliate-Kurs Affiliate Accelerator jetzt verfügbar. Und zwar nur diese Woche zum Sonderpreis für 99 Euro zum Launch. Ab nächster Woche wird es dann 199 Euro kosten. Also für den Sonderpreis hast du eine Woche Zeit. Der Affiliate Accelerator Kurs ist mit Abstand der beste, längste und auch informationsreichste Affiliate Marketing Kurs im europäischen Markt. Ich zeige dir wirklich alles von vorne bis hinten. Schritt für Schritt begleite ich dich durch den ganzen Prozess. Sei es jetzt, wir schauen uns, wie Affiliate Marketing wirklich funktioniert. Wir fangen wirklich an bei den Basics. Wir besprechen über 10 verschiedene Marketing-Methoden, die du in dein Affiliate-Business umsetzen kannst, um die ersten Profite zu generieren. Zudem schauen wir uns auch noch zusätzlich steuerliche und rechtliche Gegebenheiten, worauf du bei Affiliate Marketing achten musst. Also da ist wirklich alles gegeben, was du zum Durchstarten mit Affiliate Marketing in 2023 und 2024 brauchst. Ich zeige dir wirklich alles, sodass es für dich fast nicht möglich ist, keine Umsätze mit Affiliate Marketing zu erzielen. Also zögere nicht und sichere dir jetzt den Affiliate Accelerator für den Sonderpreis von nur 99 Euro. Ansonsten machen wir weiter mit dem Video. Diese Sequenz ist für diejenigen, die vielleicht mit Affiliate starten wollen, jedoch noch nicht so eine große Verständnis oder Vorahnung haben, wie Affiliate Marketing tatsächlich funktioniert. Wenn du Affiliate Marketing schon vertraut bist, dann gerne zur nächsten Passage überspringen. Für diejenigen, die es nicht kennen, wir spielen prinzipiell den Zwischenmarkt zwischen dem Produkt, Marke, Software, was auch immer und dem Kunden. Und unser Ziel ist es quasi, das Ganze zu überbrücken und das Marketing für die zu übernehmen. Und jedes Mal, wenn über unseren individuellen Affiliate-Link ein Kauf zustande kommt, bekommen wir eine fixe Provision. Gehen wir das Ganze anhand von einem praktischen Beispiel durch. Sagen wir mal, dein Freund, Bekannter, was auch immer, möchte ein neues Bankkonto. Und du bist ziemlich vertraut mit N26 zum Beispiel. Ich mag zum Beispiel auch gern N26. Dann könntest du einen Affiliate-Link bei N26 anmelden und bewerben und diesen deinem Freund, Bekannten schicken. Sobald dieser sich registriert und ein neues Konto eröffnet, bekommst du 50 Euro von dem Affiliate-Partner-Netzwerk oder von N26 direkt in deine Tasche, weil du einen neuen Kunden gebracht hast. Also werden wir pro gebrachten Kunden, Kauf oder auch neuem Lead bezahlt. Entweder auf eine prozentuale Kommission oder einen fixen Eurobetrag. Der Kunde ist zufrieden, weil er ein neues Produkt gefunden hat, das ihm gefällt, als auch natürlich Firma, die Marke hat einen neuen Kunden dazu gewonnen und sind natürlich bereit, für unsere Marketingzwecke uns zu bezahlen. Funktioniert besonders gut, da das ganze Prinzip von Affiliate Marketing auf Vertrauen, Word of Mouth funktioniert. Machen wir weiter mit Punkt Nummer 2 und zwar einer sehr wichtigen Frage, die mir sehr, sehr oft bei dieser Thematik gestellt wird. Braucht man für ein Affiliate Marketing ein Gewerbe? Und die kurze Antwort dazu heißt ja, denn alle Aktivitäten in Deutschland, die mit dem langfristigen gewinnorientierten Ziel betrachtet sind, sprich, wenn du langfristig vorhast, damit mit dieser Tätigkeit Gewinne zu erzielen, dann ist es ein Gewerbe und du musst ein Gewerbe anmelden. Reicht aber komplett, ein Einzelunternehmen anzumelden, du brauchst keine UG, du brauchst keine GmbH und das kostet dich je nach Gewerbeamt 20 bis 60 Euro und kannst theoretisch in manchen Fällen ganz bequem online gemacht werden. Also ja, du brauchst leider ein Gewerbe. Der nächste, ebenso wichtige, wenn nicht sogar wichtigere Aspekt als die vorherigen, ist deine Nischenwahl. Deine Nische ist entscheidend für deinen Erfolg mit Affiliate Marketing auf ganz vielen Ebenen und Aspekten. Also solltest du diese weise wählen. Hier für euch die größten Faktoren, die eben deine Nischenwahl beeinflussen werden. Einerseits deine Größe deiner Nische, sprich wie viele potenzielle Käufer, Zuschauer und Co. hättest du in deiner konkreten Nische. Punkt Nummer 2, die Profitabilität und Kaufkraft deiner Nische. Ist natürlich entscheidend, wie teuer deine Affiliate-Angebote angepriesen werden, wie zum Beispiel Produkte aus der Koch- und Haushaltsnische sind natürlich deutlich billiger als zum Beispiel Finanzen- und Investitionsnischen, da Leute dementsprechend bereit sind, mehr Geld dafür auszugeben. Du hast vielleicht eine kleinere Zielgruppe, also weniger Käufer, die zum Beispiel in der Finanznische deine Affiliate-Angebote wahrnehmen würden, als zum Beispiel in der vorherigen Nische, jedoch ist ein Kunde für dich deutlich mehr wert.
Dementsprechend ist die Profitabilität interessanter. Punkt Nummer 3, die Konkurrenz. Wie umkämpft ist dieser Markt für diese Affiliate-Nische? Insbesondere Subnischen zum Beispiel könnten auch interessant sein. Unterkategorien unter einzelnen Nischen zum Thema Finanzen, vielleicht nur ETFs, vielleicht Bitcoin, vielleicht Ethereum, vielleicht auch Immobilienanlagen. Wie umkämpft ist diese spezifische Nische auf dieser Plattform, wo du deine Werbungen schaltest, als auch in dieser Region und Subnische? Und das geht ein bisschen mit Punkt 4 umher, und zwar die Wachstumschancen. Besteht für dich noch die Möglichkeit, da wirklich groß zu werden und gute Profite mitzuerzielen in dieser Nische? Kannst du in naher Zukunft da einer der besseren Affiliate-Promoter werden? Punkt Nummer 5, die Affiliate-Angebote. Da meine ich nicht nur die Anzahl, sondern auch die Qualität und auch die Kommissionsrate der einzelnen Affiliate-Angebote. Gibt es genügend Affiliate-Angebote, die du in dieser jeweiligen Nische oder Subnische bewerben kannst? Wenn ja, dann ist es definitiv ein Pluspunkt für deine Nische. Und zu guter Letzt, Punkt Nummer 6, das Interesse. Und davon rede ich von deinem Interesse an dieser Nische. Denn je nachdem, welche Strategie du befolgst, außer zum Beispiel bezahlte Werbung, wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit viel Zeit verbringen müssen in dieser Nische. Und es hilft definitiv, wenn du interessiert bist an dieser Nische, denn du musst viel Recherche dazu betreiben. Oder auch, wenn du schon gewisse Vorahnung in dieser Nische hast und Vorwissen, dass du quasi als deine Expertise einsetzen kannst, sodass du idealerweise mit dem Zuschauer, Leser und Co. in gewisser Art und Weise dich hineinversetzen kannst und ihn richtig ansprichst. Also wähle deine Nische strategisch, denn das wird nicht nur entscheidend für deinen kurz-, sondern auch langfristigen Erfolg mit Affiliate Marketing sein. Aber keine Sorge, du kannst jederzeit noch Nische wechseln. Und jetzt fragst du dich sicherlich, okay, welche Nischen sind dann grundsätzlich für Affiliate Marketing interessant? Hier seht ihr auf dem Bildschirm ein Überblick von meinen Lieblingsnischen. Wenn deine spezifische Nische, die du im Kopf hattest, nicht dabei ist, kein Problem, heißt nicht, dass sie schlecht ist. Das sind nur die Nischen, die ich persönlich angehen würde, und das sind Überkategorien, Übernischen. Also sind Subnischen, also kleine Nischen in dieser Kategorie, in dieser Nische, durchaus sehr interessant. Außerdem sind wir nur einmal Google entfernt von weiteren sehr interessanten Nischen, die für Affiliate Marketing sich eignen könnten. Hier seht ihr zum Beispiel einen Blogartikel von weiteren Dutzenden Nischen, die für dich durchaus in Frage kommen könnten, womit du dich vielleicht besser assoziieren kannst und dadurch deine Chancen probieren willst. Wir können natürlich als Unterstützung jederzeit AI zur Hilfe ziehen und zum Beispiel fragen, was sind die besten Nischen für 2023 und auch theoretisch 2024 für Affiliate Marketing. Wenn wir uns hierbei an den genannten Vorschlägen von ChatGPT orientieren, wären insbesondere Gesundheit und Wellness interessant. Dazu werden direkt ein paar Beispiele genannt, wie zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, Gewichtsverlustprogramme, Fitnessprodukte, CBD-Produkte und mehr, die durchaus interessant wären als Affiliate-Option. Finanzen und Geld wird auch dementsprechend als interessante und profitable Nische bezeichnet, unter anderem auch Investitionen, Kredite, Kreditreparaturen, Spar-Apps, Kryptowährungen und Co., Hobby und Freizeit, Fotografieausrüstung, Angelzubehör, Campingausrüstung. Besonders die Hobby-Nische kann man auf ganz, ganz viele andere Kategorien runterbrechen. Videografie. Theoretisch könntet ihr in den absurdesten Bereichen Affiliate-Markter werden und theoretisch euch wirklich damit gut herausheben und distanzieren. Sei es jetzt zum Beispiel Shishas. E-Learning und Online-Kurse, Haustierprodukte, Technologien und Gadgets, Schönheit und Pflege, Reisen, Green Living und Nachhaltigkeit. Unter anderem hat ChatGPT auch interessante Ergebnisse für 2023 und darüber folgende Optionen genannt. Metaverse und virtuelle Welten, nachhaltige Produkte, künstliche Intelligenz und Automatisierung und Gesundheitstechnologie. Und jetzt könnte man theoretisch auf Technologie und Gadgets oder E-Learning und Co. jetzt Subnischen anfragen. Ich habe unter anderem ChatGPT jetzt gefragt nach interessanten Subnischen für KI, also auch Automatisierungsprozesse. Folgende Ergebnisse habe ich bekommen. Das wird immer noch generiert. KI-Tools für Online-Marketing, Chatbots und virtuelle Assistenten, KI und Bild- und Spracherkennung und vieles mehr. Also könnte man sich theoretisch sogar auf noch einzelne Unterkategorien und Subnischen von einer Nische fokussieren und dadurch sehr gute Erträge erzielen und sich dementsprechend theoretisch als Experte positionieren können, wenn natürlich die vorherigen Gegebenheiten stimmen. Aber um das Ganze weiterzuführen, um euch das Ganze transparent zu zeigen, wählen wir mal eine interessante, relativ breite Nische. Jetzt zum Beispiel mal Sport und Fitness. Denn da gibt es wirklich Dutzende Affiliate-Angebote und viele Subnischen, die besonders interessant wären und natürlich eine Menge Konkurrenz. Aber dementsprechend können wir uns trotzdem auf unsere Art und Weise kennzeichnen und absetzen. Denn besonders für Fitness gibt es Dutzende verschiedene Optionen, die für uns als Affiliate-Netzwerke und Angebote in Frage kommen könnten. Wie zum Beispiel Supplements, Fitnessklamotten, es könnten Fitnesskurse, Coachings, also auch alles Mögliche zum Beispiel zum Thema Fitness auf Amazon sein. Und sobald wir uns für unsere Nische entschieden haben, können wir jetzt damit anfangen, unsere passenden Affiliate-Angebote zu finden. Und jetzt
kriege ich natürlich auch die Frage gestellt, welches Affiliate-Netzwerk ist tatsächlich das Beste? Ist es Digistore, ist es Amazon, ist es Copecard, ist es Clickbank? Die Antwort ist, es gibt kein Bestes und es lohnt sich tatsächlich bei jedem Einzelnen anzumelden, denn das hat für dich lediglich überhaupt keine Nachteile, nur eine größere Produkt- und Affiliate-Angebot-Palette. Also ich empfehle dir absolut bei jedem einzelnen dieser Netzwerke, dich anzumelden. Hier für euch ein kleiner Überblick an verschiedenen, insbesondere interessanten Affiliate-Netzwerken, für die ihr euch anmelden könntet. DaisyCon, Copecard, Digistore24, Clickbank, Awin, Impact, Amazon Associates und vieles mehr. Und genau zu diesen Netzwerken habe ich ein detailliertes Video bereits schon hochgeladen auf meinem YouTube-Kanal. Falls ihr einen größeren Überblick haben wollt, dann schaut das auch gerne an. Suchen wir mal gemeinsam anhand eines dieser Affiliate-Netzwerke nach einem interessanten Angebot. Jetzt nehmen wir einfach mal eins, wozu ich noch kein Video gemacht habe, und zwar Clickbank. Clickbank ist besonders interessant und riesengroß, vor allem international. Vielleicht jetzt nicht so groß in Deutschland, aber international ist es auf jeden Fall ein riesengroßes Affiliate-Netzwerk. Wir sehen hier, über 6 Milliarden Commissions wurden gezahlt und über 100.000 aktive Affiliate gibt es tatsächlich. Und wir können uns hier ganz bequem, ganz kostenlos hier anmelden. Indem wir Start hier anklicken und dann wirst du hier durch den Anmeldungsprozess begleitet. Sobald du dich angemeldet hast, wirst du in diesem Bildschirm begrüßt werden. Das ist dein Dashboard. Hier siehst du deine Einnahmen mit Clickbank über dein Profil. Und hier theoretisch deine Transaktionen. Und wir können hier auf den Affiliate-Marktplatz klicken, um passende Angebote für uns zu finden. Hier oben können wir dann auf Deutsch das Ganze abändern. Und dann können wir hier direkt auf Health and Fitness klicken. Wir sehen hier, über 705 Ergebnisse gibt es tatsächlich für uns, die interessant werden. Und dann sehen wir hier zum Beispiel Gravity Score. Umso höher das Ganze ist, umso besser. Das zeigt uns, wie viele einzelne Affiliates damit Geld verdienen. Und wir sehen hier weitere Vorteile dadurch. Wir können auch die einzelne Affiliate-Seite anschauen, wie diese strukturiert ist. Live Pure, die Seite für mich, schaut nicht sonderlich gut aus, nicht qualitativ, aber wir können schauen, wie die Homepage ist. Das sieht schon ein bisschen besser aus für die einzelnen Vorteile, aber insgesamt kein Produkt, was ich persönlich bewerben würde. Wir sehen hier noch zusätzlich die Durchschnittskommission, die wir dadurch bekommen könnten, relativ hoch, aber wir können hier dementsprechend durchschauen, bis wir ein passendes, interessantes Angebot für uns finden. Besonders in der Fitnessnische werdet ihr alle möglichen Supplements in dieser Art finden. Finde ich ein bisschen schwierig zu bewerben, aber das ist letztendlich euch überlassen, ob ihr sowas in dieser Art bewerben wollt. Man kann sich dadurch dementsprechend trotzdem ein paar strukturelle Elemente übernehmen, wie zum Beispiel Bundles. Das machen sie ganz gut in ihrer Struktur, jedoch würde ich andere Optionen finden wollen. Hier links sehen wir weitere Subkategorien dazu, die interessant wären, wie zum Beispiel Exercise and Fitness, wie zum Beispiel Feel Good Knees. Das wäre zum Beispiel ein Affiliate-Produkt, wo die Kniestärke und Knieschmerzen nachgelassen werden wollen. Insbesondere für die ältere Zielgruppe wäre es durchaus ein interessantes Affiliate-Angebot, das man bewerben könnte. Und sobald man sich für eins entscheidet, klickt man hier einfach auf Promote, gibt den Nickname, Account, die Tracking-ID und dann erstellen wir unseren individuellen Affiliate-Tracking-Link. Alternativ können wir uns bei großen Marken wie zum Beispiel MyProtein direkt als Affiliate anwerben und zum Beispiel hier sehr gute Kommissionen erzielen. Und das gibt es natürlich für ganz, ganz viele verschiedene Beispiele. Earn Commission Sales as high as 8%. Tatsächlich würde ich euch hier ein kleiner Tipp empfehlen, ein bisschen tiefer zu schauen, denn es gibt Affiliate-Netzwerke, wo du mit MyProtein konkret 40% bekommen könntest, wenn du es nicht über MyProtein direkt machst. Aber du könntest dich hier einfach kostenlos registrieren und Affiliate von einer etablierten Marke wie MyProtein werden. Und das Ganze, wenn du richtig schaust, bieten tatsächlich deutlich mehr Shops, Brands und Dienstleistungen an, als du dir vorstellen könntest. Die einfachen Schritte sind erledigt, jetzt geht's ans Eingemachte, und zwar der Vermarktung. Denn wir müssen ja schließlich Kunden oder potenzielle Kunden auf unser Angebot aufmerksam machen, sodass wir natürlich dadurch auch eine Affiliate-Kommission bekommen können. Und am einfachsten ist es einfach schlicht durch Social Media. Am besten und am profitabelsten tatsächlich als Person des öffentlichen Lebens. Am besten schauen wir uns das Beispiel von zum Beispiel AG1 Athletic Greens an. Davon sind mittlerweile ganz viele Leute begeistert, unter anderem Andrew Huberman oder Joe Rogan. Und wenn Joe Rogan zum Beispiel, wie auch beschrieben, über 200 Millionen monthly Downloads hat für seinen Podcast über Spotify und sagen wir mal nur 0,1% dieser Zuschauer oder Listener tatsächlich kaufen bei Athletic Greens über Joe Rogans Affiliate Code, der aktuell bei 30% ist, das wären ca. 20.000 und Athletic Greens kostet um die 100 Euro. Also ihr könnt die Rechnung ganz einfach durchführen, das wären knapp 600.000 Euro pro Monat bei 30% Affiliate-Kommission. Und das ist der Standard, den jeder bekommt. Also ich wäre nicht überrascht, wäre nicht sogar
viel, viel mehr bekommt. Und das Ganze hochgerechnet sind natürlich dann doch sage und schreibe 7 Millionen Euro. Aber es ist natürlich nicht für jedes Beispiel anwendbar und nicht jeder will oder kann wie Joe Rogan 200 Millionen Monthly Downloads haben oder will sich überhaupt wie ich zum Beispiel vor die Kamera setzen. Aber keine Sorge, es gibt wirklich Dutzende Beispiele da draußen, wie du wirklich mit Social Media eine Menge Geld verdienen kannst und zwar mit Affiliate Marketing und genau diese Optionen schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Das erste Beispiel, das wir uns anschauen werden, wird Pinterest sein. Mit über 450 Millionen monatlicher Besucher ist es wirklich eine brillante Marketingmethode. Und noch besser ist es, dass Pinterest nicht wie eine typische Social-Media-Plattform genutzt wird, sondern vielmehr wie eine Suchmaschine. Sprich, Leute suchen proaktiv nach neuen Ideen, Inspirationen, Produkten, Dienstleistungen und Co., um wirklich was Neues zu finden, was sie in ihr Leben einbauen können. Und das genau können wir zu unserem Gunsten ausnutzen. Genauso suchen sie nach Tutorials, DIYs und vielem, vielem mehr. Und was wir prinzipiell machen wollen, ist Pins dazu aufbauen, zu beliebigen Thematiken, Mehrwert abgeben, die idealerweise auf dem Blog leiten und dort sie zu zahlenden Kunden konvertieren von einem bestimmten Affiliate-Programm, was hoffentlich wirklich Leistung liefert. Und dazu habe ich schon ein separates Video abgedreht, wie ihr wirklich mit Pinterest Affiliate-Marketing durchstarten könnt, in Kombination mit ChatGPT. Also schaut euch unbedingt dieses Video an, falls ihr an dieser Strategie interessiert seid. Aber schauen wir uns mal dieses Beispiel an, wie das Ganze ganz gut umsetzt. Hier können wir uns zum Beispiel anschauen, Oh Happy Joy Life mit tatsächlich gar nicht mal so vielen Followern, aber tatsächlich 3 Millionen monatlichen Aufrufen ist die auf jeden Fall eine ordentliche Hausnummer. Und wir sehen hier, da direkt die Seite verlinkt und da werden alle möglichen Posts quasi erstellt. Also zum Beispiel Menüs, Dressings, Tutorials, Costume Ideas, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass da verschiedene Affiliate-Links eingebunden sind. 21 Things I Had for My First Baby, auch sicherlich Affiliate-Links mit eingebunden. Also wirklich eine Mischung aus Rezepturen, Home Interior, verschiedenen Checklists und natürlich für alle Mütter da draußen, was durchaus interessant wäre. Oder zum Beispiel hier, Master Bedroom Makeover with Water and Accent Wall, Horror Designs Shower Niche, das sind sicherlich verschiedene Affiliate-Links eingebunden. Und wenn wir zum Beispiel auf die Seite von denen gehen, gibt es hier theoretisch 4 verschiedene Sektionen. Ich bin jetzt mal auf Home gegangen und unter Home sehen wir zum Beispiel all diese Links, all diese Beispiele dargestellt. Kitchen Remodel Cost, Navy Blue, Accent Wall, Curtain, Lookalike on Amazon, das ist mit Sicherheit ein Affiliate-Link. Hier rechts sehen wir natürlich noch weitere Beispiele. Über Gina sehen wir weiteres. Hier ist tatsächlich wahrscheinlich der direkte Pinterest-Post, den sie gepostet hat. Und hier, wenn wir darauf klicken, wird das ein Affiliate-Link. Und ja, das können wir hier ganz klar erkennen, an Ref hierbei eingebunden. Und dementsprechend jedes Mal, wenn jemand hierüber einen Kauf tätigt, bekommt diese gute Frau eine Affiliate-Kommission. Und das hat sie lauter Male auf diese Seite mit eingebunden. Sei ihr natürlich vom Herzen gegönnt, aber ist natürlich ein Ansatz. Und sie monetarisiert das noch zusätzlich mit Werbeanzeigen. Also das Beste von beiden bekommen. Wenn wir schon bei der Thematik Blog sind, dann können wir natürlich uns noch 2 weitere Beispiele anschauen. Denn vor allem so Best-ofs, Best-Products, Top-Products, X versus X, also vor allem Best-Produkte oder Reviews, Bewertungen, Vor- und Nachteile sind natürlich super Schnittstellen für Affiliate-Marketer. Denn sie sind theoretisch der Mittelmann zwischen Konsumenten, die nach bestimmten Produkten auf Amazon oder Google suchen und dem Blog, um noch zusätzlich Vertrauen und Bekräftigung in ihrem Kauf zu bekommen. Wenn sie beispielsweise die Idee hatten, 2 Jungs, 2 Mädels, 3 Jungs, 3 Mädels, was auch immer, unsere Gespräche sind super tiefgründig, lass uns doch mal einen Podcast starten. Aber wir brauchen ja schließlich ein Mikrofon. Wie finde ich so ein Mikrofon? Ach, ich google einfach Top X Mikrofone für Podcasts. Und genau das würde euch unter anderem auf so eine Seite führen. Eine Affiliate-Seite mit vielen Pop-ups für ein E-Mail-Newsletter, hier 1, 2, 3, 4 verschiedenen 5 verschiedenen Werbungen eingebaut, also die verdienen noch zusätzlich durch die Werbungen. Tomsguide.com, Best Podcasting Microphones in 2013. Wenn wir hier auf Check Price klicken, können wir natürlich direkt auf die Affiliate-Links kommen. Aber hier verschiedene Mikrofone, die für natürlich Podcasts geeignet sind. Vor- und Nachteile, the 3 Best Podcasting Mics, Best Overall. Könnten wir auf View Deal klicken, werden wir natürlich auf Amazon weitergeleitet oder auf dem jeweiligen Affiliate-Netzwerk. Best Value, Blue Yeti. Und dann werden hier Vor- und Nachteile aufgelistet, 3 verschiedene Links zum Einkaufen, wo man das Ganze möchte, Vorteile, Nachteile, also ganz transparent wird das ausgelistet und noch ein separates Review. Also die machen das eigentlich ganz gut, für Vor- und Nachteile aufzulisten und dann Sterne aufgelistet, verschiedene Informationen. Solche Seiten sind immer einzelne Affiliate-Links. Also das ist fast in jedem Fall ein Affiliate-Link, wenn ihr solche Best Picks findet. Ein alternatives Beispiel für euch.
the 14 most comfortable couches in 2023. Vor allem für Möbel, die relativ teuer sind, können wir natürlich einiges an Geld mitnehmen bei solchen Provisionen. Also wenn wir darauf klicken, 2499, beispielsweise 5% Kommission oder zumindest mal 1% Kommission, das wird deutlich höher sein, sogar bis zu 10% könnte ich mir vorstellen, kann man natürlich um einiges mitnehmen. Kurze Beschreibung, Materialien, Dimensionen, weitere grobe Infos, Vorteile, Nachteile werden aufgelistet und noch ein Affiliate-Link eingebunden. Und das Ganze kann man auf ganz, ganz viele Ebenen, ganz, ganz viele Beispiele übertragen. Immer Best, Top, X-Produkte sind fast immer Affiliate-Angebote und das können wir natürlich zu unserem Gunsten ausnutzen. Also Blogs sind eine hervorragende Weise, das Ganze zu monetarisieren. Wird eine Zeit lang dauern, bis das Ganze anläuft, aber dazu kommt auch schon ein separates Video für euch in naher Zukunft, wie ihr mit Blogs in 2023 Schritt für Schritt Geld verdienen könnt, denn es ist tatsächlich immer noch eine Goldgrube, wenn man weiß, wie man das richtig angeht. Einer der populärsten Wege, mit Affiliate-Marketing durchzustarten, ist mit Instagram. Wir gehen natürlich alle besten Methoden und Wege durch, aber Instagram ist nach wie vor eine brillante Methode, und zwar mit dem Aufbau von Nischenseiten oder theoretisch mit dem Wachstum einer kleinen Personal Brand wie diese drei Beispiele hier. Und dann kann man das Ganze mit Hilfe von ästhetischen Reels, Lifestyle und Co. eine kleine Personal Brand aufbauen und das Ganze mit passenden Affiliate-Links monetarisieren. Das könnte zum Beispiel ein konkretes Beispiel dafür sein, wie solche Posts ausschauen können. Und wir sehen hier Difference between XYZ. Das sind eigentlich ganz simple Posts, die ganz bequem über Canva erstellt werden, sehen sehr ästhetisch aus, geben Mehrwert zurück, get bigger, strength goals, motiviert ein zugleich. Also vor allem in der Fitness-Nische kann es ziemlich gut funktionieren. Und am besten ist das Ganze in Kombination mit Reels zu paaren, denn Reels sind aktuell das, was Instagram versucht, mehr zu pushen. Also hier werden zum Beispiel Motivationsclips zusammengestaucht mit passenden Captions, und diese Captions könnt ihr mit sämtlichen Plattformen wie zum Beispiel CapCut theoretisch automatisch drauffügen, und die scheinen relativ gute Aufmerksamkeit auf diesen Kanal zu bringen. Und jetzt könnte man hier einen Link platzieren und das Ganze mit passenden Affiliates monetarisieren, wie zum Beispiel dieser Kollege hier in der gleichen Nische. Gibt Motivation, ist natürlich sehr gut gebaut und gibt zusätzlich Mehrwert, was hier gut funktioniert, und versucht die Leute noch zusätzlich zu monetarisieren, indem er hier, wenn wir auf sap.bio klicken, sehen wir all diese Links von ihm verbunden, wie er seinen Instagram-Kanal monetarisiert. Dann klicken wir hier auf Shop. Und das sind wirklich alles, jedes einzelne davon Affiliate-Links. Also jedes Mal, wenn jemand einen Kauf dadurch tätigt, wird er dadurch natürlich Kommissionen bekommen. Und für mich sind das teilweise interessante, nicht so typische Produkte. Also für mich sehen die teilweise etwas sketchy aus, aber das ist natürlich ihm überlassen. Aber wie gesagt, das sind alles Affiliate-Links, die er eingebunden hat, die man dementsprechend monetarisieren könnte. Und hier alles Mögliche, die er noch zusätzlich monetarisiert. Kurs, Blog, Seite, alles Mögliche hier eingebaut. Also hierbei könnt ihr einfach eine Nischenseite erstellen, wie zum Beispiel diese zwei Beispiele, und einfach Mehrwert zu diesem bestimmten Nische-Themeninhalt weitergeben. Simple erstellte, hochqualitative Posts via Canva erstellen und in Kombination mit Reels nutzen, um das Ganze schneller voranzubringen und mit quasi Linktree oder ähnlichen Link-Plattformen einzubinden und das Ganze auch damit erfolgreich monetarisieren. Jedoch, meiner Meinung nach, ist die beste Option für Affiliate-Marketing nach wie vor YouTube. YouTube ist meiner Meinung nach die beste Option, denn du hast viele verschiedene Monetarisierungsmöglichkeiten, du hast zugleich YouTube-Werbeeinnahmen durch YouTube AdSense, jedes Mal vor deinem Video wird eine Werbung ausgespielt und du kannst dabei so oder so mitverdienen, was bei den anderen Social-Media-Plattformen so direkt nicht die Möglichkeit ist. Zudem hast du natürlich leichten Zugriff auf deine Affiliate-Links in deiner Videobeschreibung, kannst noch zusätzlich Wachstum durch YouTube Shorts zur Zeit sehr steigern, und wenn ein Video bei dir gut funktioniert, kann es auch theoretisch jahrelang noch Profite abwerfen, vor allem wenn es basierend auf der Suchmaschine optimiert ist. Zudem kannst du noch weitere Sponsoren bekommen, sind sehr lukrativ auf YouTube in den jeweiligen Nischen, und die meisten verdienen sogar mehr durch Sponsoren als durch YouTube AdSense Einnahmen. Zudem kannst du natürlich digitale und physische Produkte zu deiner Audience monetarisieren, hinbringen und vielleicht theoretisch je nach Nische teilweise Merch. Vor allem das Langfristige und das Nachhaltige ist für mich besonders interessant, denn du kannst mit einem Video theoretisch für 3-4 Jahre davon noch profitieren, aber auch eine langfristige Bindung und eine engagierte Community zu dir aufbauen und zu deinem Kanal, die wirklich an dir gebunden ist, die wirklich leidenschaftlich gern deine Videos unterstützt und auch mitverfolgt. Besonders spannend und gut funktionieren natürlich solche Reviews von einzelnen Produkten, wie zum Beispiel eines dieser Beispiele hier. Best Sony ZV-E10 Lenses for 2022. Ich will mir selber eine neue Kamera kaufen. Das ist vielleicht eine Kamera, die ich kaufen möchte. Gebt gerne
Feedback in den Kommentaren, falls sich jemand auskennt. Und wir sehen hier, diese Linsen wurden tatsächlich im Video aufgelistet und jede dieser Linsen kosten teilweise 200, 300 Euro, wenn nicht sogar bis hin zu 1000 oder mehr Euros. Und jedes davon ist ein Affiliate-Link. Also jedes Mal, wenn sich jemand für eine Linse entscheidet, kann er dazu mitverdienen. Zudem hat er noch hier eBay, Amazon und weitere Affiliate-Links eingebunden oder seine Camera Gear. Also das ist ein Vorzeigebeispiel für Affiliate-Marketing für einen so simplen Review-Kanal. Zudem ist natürlich das ein super Beispiel, denn das ist nicht nur für Fotografie, Videografie, sondern hier werden alle möglichen Dienstleistungen, Softwares und Co. reviewed. Und jedes Mal, wenn jemand einen Kauf über deren Link abschließt, verdienen sie natürlich mit. Hier NordVPN, NordVPN, Faktor 75, weiteres VPN. Wir können hier zum Beispiel nach beliebt sortieren und hatten sie auch Headsets, Videos, VPN, 527.000 Aufrufe. Vor 3 Jahren verdienen sie mit Abstand immer noch sehr, sehr viel Geld. Das Einzige, was sie abändern mussten, ist die Zahl hier in ihrem Titel. Auch ExpressVPN scheint bei denen noch sehr gut zu funktionieren. Also ganz simple videoformatige Reviews von Produkten, Softwares und Co. scheinen extrem gut zu funktionieren, besonders auch auf YouTube. Und eine weitere Methode, die wir natürlich nicht vernachlässigen dürfen, ist zum Beispiel bezahlte Werbung. Das macht am meisten Sinn via Meta, also Facebook und Instagram, oder direkt über Google Werbeanzeigen. Ist jedoch mit etwas Risiko und natürlich einem Budget verbunden. Das Mindeste, was ihr haben solltet, ist 500 Euro. Und das könnt ihr euch selbst noch Probleme bereiten, vor allem wenn ihr neu zu Media Buying, also bezahlte Werbung schalten seid. Wenn ihr damit schon Erfahrung habt und ein passendes Affiliate-Angebot finden könnt und dazu eine passende Werbung erstellt, dann kann das auf jeden Fall sehr, sehr gut laufen. Und das hat mit Abstand die höchste Skalierungspotenzial, ist aber auch mit dem meisten Risiko verbunden. Und da brauchst du einiges noch dazulernen. Denn wenn du ein passendes Affiliate-Angebot hast, das wirklich ein gutes Produkt mit einer guten Kombination von Kommissionen, die in deine Tasche gehen, kombiniert ist und du das Ganze richtig hoch profitabel skalieren kannst, dann ist dir theoretisch damit keine Grenze gesetzt. Du musst dich nicht über die Abwicklung dieser Bestellungen kümmern, du musst keine Webseite haben, theoretisch teilweise musst du gar keine Werbung erstellen, denn die sind teilweise gegeben, aber meistens lohnt sich das dann doch schon. Aber wie gesagt, höchstes Skalierungspotenzial, aber auch mit dem höchsten Risiko verbunden. Ist nach wie vor eine sehr interessante Methode, jedoch kann man das Ganze genauso gut und mit weniger Risiko mit Social Media angehen. Und das soll es schon auch mit diesem Video gewesen sein. Das sollte alles sein, was du für den Start mit Affiliate Marketing bräuchtest. Und falls dir das Video gefallen hat und du wirklich Mehrwert daraus ziehen konntest und vielleicht eine detailliertere, strukturelle Schritt-für-Schritt-Anleitung, insbesondere im Thema Marketing, steuerlich und rechtliches brauchst, dann kannst du dir jetzt noch diese Woche einmalig für nur 99 Euro den Affiliate Marketing Kurs, den Affiliate Accelerator Kurs von mir holen. Unten findet ihr dazu einen Link in der Videobeschreibung. Aber ihr könnt es natürlich weiter meine Videos schauen und unterstützen und das komplett kostenfrei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Falls ihr weitere Tipps, Tricks und verschiedene Videoinhalte zum Thema Affiliate-Marketing braucht, dann fragt mich doch gerne in den Kommentaren, was für euch notwendig wäre. Dann kann ich gerne dazu auch neue Videos abdrehen. Und hier sind noch 2 weitere interessante Videos für dich. Einerseits mit Affiliate-Marketing und andererseits eine ganz andere Thematik. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.